Ich möchte heute einmal mit euch eines meiner wichtigsten Leitsätze diskutieren, der da heißt: Du musst nur das Richtige richtig und oft genug tun. Ich werde sehr häufig gefragt, wie wird man erfolgreich? Was ist dein Erfolgsrezept? Und viele, viele ähnliche in den sozialen Medien oder wenn ich irgendwo auf einer Party bin, immer wieder begegne ich dieser Frage, wie wird man erfolgreich? Das scheint wohl sehr beliebt zu sein, erfolgreich zu werden. Natürlich, wer will das nicht? Und ich antworte stets, immer wieder mit der gleichen Antwort. Du musst nur das Richtige, richtig und oft genug tun. Und ich will diesen Satz in drei Teilen einmal zerlegen. Was ist denn grundsätzlich das Richtige? Das ist ganz sicher die große Frage. Bevor du in einen Beruf startest, bevor du irgendein Engagement in irgendeine Richtung machst, solltest du überlegen, ist das Ding das Richtige für mich? Und fangen wir doch mal mit dem Beruf an. Wir alle machen Dinge, die wir irgendwoher erfahren, entweder aus der Werbung, aus den sozialen Medien heutzutage, über ein Vorbild. Aber ist es wirklich das Richtige? Ich darf dir mal verraten, was das Richtige ist. Das Richtige für dich ist, wenn es deinen Werten entspricht. Was sind meine Werte? Was sind meine großen Lebensmotive? Was möchte ich überhaupt erreichen? Wer das weiß, liegt schon ganz weit vorne. Und dann den Schritt dorthin zu machen, was ist das Richtige für mich, ist dann sehr einfach. Aber wie erreiche ich denn diese Werte? Auch diese Werte werden mir wieder über die Werbung und über viele, viele Dinge, die von außen auf mich einströmen, werden mir diese Werte vermittelt. Aber sind es wirklich meine inneren Werte? Ist es wirklich das, was ich anstrebe in meinem Leben? Sind das meine ganz großen Dinge? Und es ist sehr schwer, diese Werte für sich herauszufinden. Also einfach mal kurz darüber nachdenken und sagen, das ist es, so einfach ist es nicht. Ich habe viele Jahre darüber geforscht. Ich habe in vielen, vielen, in unzähligen Seminaren habe ich genau über dieses Thema Werte mit meinen Teilnehmern gesprochen. Inzwischen habe ich ein System ermittelt, wie ich meine Werte oder wie ich auch deine Werte oder wie du deine Werte, wie du deinen Werten näher kommen kannst. Es ist sehr einfach, sich alle möglichen Werte, die es überhaupt gibt, mal aufzuschreiben. Da kannst du gerne auch mal bei Google schauen. Da gibt es Wertetabellen und Wertehierarchien. Und sich einfach mal viele, viele, möglichst viele Werte untereinander zu schreiben. Vielleicht sogar 80 oder 100 der unterschiedlichsten Werte. Für den einen ist Reichtum ein hoher Wert, für den anderen ist Gesundheit ein hoher Wert oder Freiheit oder Selbstverwirklichung oder was auch immer. Und vielleicht ein kleiner Ausflug, Reichtum. Ich liebe den Reichtum, nur wird meistens Reichtum sehr häufig verwechselt mit dem materiellen Reichtum. Aber Reichtum kann man in allen Bereichen erreichen, nämlich ich kann reich an Gesundheit sein, ich kann reich an Freunden sein, ich kann reich an Wissen sein. Reichtum ist eine großartige Angelegenheit in jedweder Richtung, aber man muss immer wieder schauen, dass man nicht zu schnell in diesen materiellen Reichtum abdriftet oder gar abgestempelt wird von außen. Also zurück zum Finden der Werte. Wenn du also eine Tabelle dir gemacht hast mit 60, 70, 80, ja 100 Werten und dann einfach dich davor setzt und sagst, jetzt streiche ich mal die 50 unwichtigsten Werte für mich heraus, dann verbleiben schon einige wichtige dabei. Und das machst du Stück für Stück. Du streichst immer wieder Werte, die nicht so wichtig sind, aus den insgesamt gefundenen heraus. Bis am Ende 5 übrig bleiben. Und das ist ein sehr einfacher Weg, zu seinen wirklichen Werten zu kommen. Nämlich durch so einen Negativausschluss, dass man einfach die, die einem nicht so wichtig sind, streicht. Und wenn du dann diese Werte gefunden hast, dann hast du Dinge, nach denen du deine großen Ziele, deine Träume, deine Visionen ausrichten kannst. Das ist die ganz große Kunst im Leben, die richtigen. Traurig wäre es, wenn man auf einmal feststellt, nach Jahren, ich bin Dingen nachgelaufen, Ziele nachgelaufen, Werte nachgelaufen, die gar nicht meine sind, die gar nicht so wichtig sind für mich. Ich habe mein Leben am Leben vorbeigelebt. Grausame Angelegenheit. Wenn du das vielleicht mit 50 oder mit 60 erst erfährst, jetzt
mit 20, mit 30, mit 40, da kannst du alles noch drehen. Aber stell dir mal vor, ich werde bald 75. Wenn ich heute erst meine Werte erkennen würde, natürlich habe ich noch ein paar Jahre Zeit, die zu leben. Aber es wäre viel schöner, wenn man seine Werte länger leben kann. Du musst also das Richtige finden für dich. Und das ist die ganz große Kunst. Was ist das Richtige? Das Richtige im Beruf, für den Beruf, das Richtige vielleicht zum Wohnen, diese richtige Art zu leben, bis hin zur richtigen Frau und den richtigen Kindern. Wie kriegt man die richtigen Kinder? Na, ganz sicher über die Erziehung. Und es gibt viele, viele Dinge, über die man sich Gedanken machen kann, um das erstmal das Richtige für sich zu finden. Ich kann ganz pauschal sagen, an den Werten zu orientieren. Kleinen Anhaltspunkt für jemanden, der sich sehr intensiv mit seinen Werten auseinandersetzen müsste. Ich habe das in meinem Buch Irrgarten Glück sehr, sehr ausführlich formuliert, wie man zu seinen Werten kommt, und habe mich da sehr, sehr ausführlich ausgelassen über die Werte. Du musst nur das Richtige, und der nächste Teilsatz heißt, richtig tun. Wie tut man was richtig? Wenn man weiß, was man will, dann ist die halbe Miete bereits erreicht. Aber wie tue ich es richtig? Wie tue ich es mit Begeisterung? Wie tue ich es mit Hingabe? Wie tue ich es mit Leidenschaft? Das ist eine große Bedingung, um Dinge erfolgreich zu machen und am Ende glücklich zu sein. Dass ich das richtig mache. Wie setze ich das an? Dazu gehört auch eine ganze Menge Know-how. Da gehört zum Beispiel Wissen dazu. Ich muss mich schlau machen über die Dinge, die ich tun will. Als ich am Lernen war früher, ja, da musste ich in die Bibliothek gehen oder eine Fachzeitschrift irgendwo finden, wo das ein bisschen beschrieben war. Anders konnte ich gar nicht Wissen anhäufen. In der Schule habe ich kaum das gelernt, was ich für mein Leben gebraucht habe. Auch nicht beim Studium, zumindest nicht für die allgemeinen Dinge. Heute ist es wahnsinnig einfach. Ich muss einfach nur eine Frage an Google stellen. Und dann kriege ich Tausende und Millionen von Antworten. Ich muss dann nur noch die richtigen finden. Unzählige von Antworten, unzähliges Know-how, vielleicht zu viel Know-how, um alles richtig zu machen. Und dann muss ich da auch wieder auswählen, was ist das richtige Wissen, damit ich die Dinge richtig machen kann. Und das hat eine ganze Menge zu tun, wie ich jetzt an die Sache rangehe. Wann, mit wem, wo, richtig das Richtige richtig zu tun. Und dann kommt da so ein Ding noch und oft genug. Du musst also das Richtige richtig und oft genug tun. Was bedeutet oft genug? Am Ende ist es nichts anderes als eine Fleißaufgabe. Fleiß und Disziplin, das ist das ganz große Wort, mit Disziplin heranzugehen. Träume haben wir alle. Wir wollen alle großartige Dinge. Es muss dann nur umgesetzt werden. Ich nenne das Umsetzungskompetenz. Und dazu zählt Disziplin. Und dazu gibt es auch einige Hilfen. Meine Hilfe war zum Beispiel, bevor ich die berufliche Disziplin mir eineignen konnte, habe ich gesagt, ich muss etwas wählen, wo ich keine Ausreden mehr habe. Wir alle haben so oft Ausreden. Da sage ich, da fangen wir morgen an und übermorgen und jetzt nicht gleich und dann fangen wir doch irgendwann nicht an und dann irgendwann vielleicht doch. Ich habe mir vorgenommen, zum Beispiel morgens eine Stunde zu laufen. Da gab es keine Ausrede. Wenn ich sagte, ich habe keine Zeit, dann musste ich halt eine Stunde früher aufstehen. Egal, es geht immer und im schlimmsten Fall läuft man im Dunkeln. Ich habe mir vorgenommen zu laufen und niemand kann mich abbringen vom Laufen. Ich habe es gar nicht am Anfang wegen dem Laufen gemacht, sondern als Übung für meine Selbstdisziplin. Und dann hat es auf einmal Spaß gemacht, wenn man sich mit gequält die Schuhe anzieht und die ersten Schritte, aber bereits nach 500 Metern fängt es auf einmal an, Spaß zu machen. Ich bin gelaufen und habe gesagt, das ist ein Wohlfühllauf. Und schon hat es Spaß gemacht. Was gemacht werden muss, ist einfach zu machen. Und so habe ich verschiedene Methoden gefunden, Selbstdisziplin zu trainieren. Und ich kann heute zu mir sagen, ich bin jemand, der diese Umsetzungskompetenz innehat. Und wenn ich zurückschaue, das meiste Glück, was ich erreichen konnte und den größten Erfolg, habe ich genau mit dieser Selbstdisziplin, mit dieser Umsetzungskompetenz, mit diesem Durchstehvermögen, sich etwas vorzunehmen und es umzusetzen, Ausreden sein zu lassen. Vielleicht noch einen kleinen Blick auf die Fehler. Manche lassen sich durch Fehler zurückwerfen. Fehler ist überhaupt nichts Schlimmes.
Wer keine Fehler macht, hat überhaupt nichts gemacht. Und Fehler sind nichts anderes. Jetzt weiß ich endlich, wie es nicht geht. Und die Fehler sind ein Schritt in die richtige Richtung. Fehler müssen gemacht werden. Fehler sind eine Hilfe zu dem großen Erfolg. Wir müssen das Richtige, richtig und oft genug tun, sagt er das wieder jeden Tag. Ich muss nur das Richtige, richtig und oft genug tun. Und dass du das kapierst, das wünsche ich dir von ganzem Herzen.